Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen im Monat September. Eigentlich wollte ich ja den Monat überhaupt keine Bücher mehr kaufen, aber es ist doch passiert. Naja, egal. Es sind auf jeden Fall schon wieder 14 Stück, die eingezogen sind. Davon sind aber 4 E-Books dabei. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar mit dem Buch Noelle und Noelle von Niki Kisor. Das ist der zweite Band der Reihe und das heißt Das Erwachen, der zweite Band, und hat 182 Seiten. Ich habe das Ganze als E-Book für 99 Cent mir geholt. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Den ersten Teil habe ich ja schon gelesen und dazu ist auch eine Rezension oben, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Ich verlinke die euch da, da läuft sie gleich ein. Jetzt, da, genau. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier geht es auch um, also hier geht es um Drachen, Gestaltwandler und Magisches. Dann ist das E-Book, oh Mann. Ich muss es öffnen. Sorry, es dauert ein bisschen. Ich muss halt immer wieder gucken. Von Pia Hepke, ihr Lichter, das Licht zwischen den Welten, eingezogen. Für 2,99 und das Ganze hat 179 Seiten und ist aus dem Details. Keine Ahnung, aus was für ein Verlag. Wenn ich es noch finde, blende ich es euch auf jeden Fall ein. Hier könnte ich, lese ich euch mal kurz die Kurzbeschreibung vor. Irrlichter. Was sind eigentlich Irrlichter? Sie bezeichnen ein Phänomen seltsamer Lichter, die zumeist im Moor oder auf Friedhöfen beobachtet werden. Doch was wäre, wenn sich hinter diesen Phänomenen mehr verbirgt? Was wäre, wenn diese Lichter in Wahrheit verstorbene Seelen sind? Wenn sie zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten mit ihrem Licht verhindern, dass verlorene Seelen aus dem Jenseits ins Diesseits wechseln. Normalerweise bekommen die Menschen davon nichts mit. Nicole jedoch kommt hinter das Geheimnis, als sie eines Nachts dem Irrlicht Vrien in seiner menschlichen Gestalt auf dem Friedhof begegnet und gerät dadurch mitten hinein in den Kampf zwischen Licht und Schatten. Mich hat das Ganze beim Stöbern total begeistert. Ich fand, das Cover ist auch wunderschön. Also ich finde das richtig toll und ansprechend. Das ist das Erste gewesen, was ich gesehen habe. Und dann habe ich den Klappentext dazu gelesen und irgendwie, es ist irgendwie, finde ich es teilweise ein bisschen gruselig. Hört sich das an. Es könnte eine gute Story sein. Ja, das ist eingezogen und dann habe ich beim Stöbern noch eins entdeckt. Und zwar von Nicole Böhm, die Archive der Seelenwächter, Weg des Kriegers, Band 1. Das ist ein Urban Fantasy. Und ich habe es für 3,99 als E-Book eben gekauft. Und das Ganze hat 300 Seiten. Und auch hier lese ich euch kurz den Text vor. Akil ist ein Seelenwächter. Im ewigen Kampf gegen die Schattendämonen hilft er den Menschen und nutzt dazu die Kraft seines Elementes, der Erde. Doch nun hat ihn diese Kraft verlassen und Akil möchte nur noch eines, darüber hinwegkommen. Wie? Am besten mit einer wilden Party. Bei einem feuchtfröhlichen Abend in einer Bar lernt er einen Fremden kennen. Akil ahnt nicht, dass diese Begegnung schwerwiegende Folgen für ihn haben wird. Und er sich einem Menschen aus einer Vergangenheit stellen muss, den er eigentlich wegessen, vergessen wollte. Ups. Genau. Magie, Mystery, gefährliche Rätsel und eine dramatische Liebe definieren den ewigen Kampf zwischen den Seelenwächtern und den Schattendämonen. Ja, ich freue mich drauf. Und ich sehe gerade, dass es da ganz schön viele Bände gibt. Da habe ich mich mal wieder auf was einlassen. Aber egal. Egal. Ja, und dann ist durch eine Leserunde bei mir eingezogen als E-Book Ein Käfig aus Rache und Blut aus dem Drachenmond Verlag. Das Ganze hat 320 Seiten und kostet in Taschenbuch vor Format 12,90 €. Ich habe das Ganze, wie gesagt, als E-Book gewonnen und lese es auch aktuell noch. Oder bin jetzt dann schon fertig, wenn ihr das seht. Und dann ist bald auch eine Rezension oben. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und das Cover, hallo Leute, das Cover ist natürlich toll. Habe ich schon den Autoren gesagt? Von Laura Labers? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Sorry. Ja.
Es ist auch der erste Teil einer Reihe und ja, hier handelt es sich halt um Dämonen. Aber da kann ich euch den Klappentext gerne vorlesen. Mein Körper sehnte sich nach Tod und Verwüstung. Ich ließ ihn gewähren. Nach dem grausamen Mord an ihrer Familie wird Allison Talbot von ihrer Tante zur Jägerin ausgebildet. Von nun an streift sie durch die Raions und tötet Dämonen, die Erde erobern und zerstört haben. Allein der Wunsch nach Vergeltung treibt sie an. Eines Nachts wird sie von Dämonen entführt und zu Dorian Askia gebracht, König einer der 21 Dämonenstädte, der ihr ein einzigartiges Training anbietet. Obwohl Allison ihm misstraut, nimmt sie das Angebot an. Fortan wird sie von den Dämonen Garrus trainiert, der sie nicht nur in den Wahnsinn treibt, sondern sie auch an ihrem Weltbild zweifeln lässt. Je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto schwerer fällt es ihr, sich zwischen Rache und längst verlorenen geglaubten Gefühlen zu entscheiden. Ja, es ist genauso gut, wie sie es gerade angehört hat, also für mich zumindest. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil, ganz ehrlich. Ja, das war's mit den E-Books. Jetzt geht's los mit den E-Books, die bei mir eingezogen sind. Dann habe ich ich habe ja bei der Folge Book Shopping Queen mitgemacht. Das verlinke ich euch natürlich auch. Und da ist bei mir eingezogen, zwar Blutbraut von Lynn Raven aus dem CBT Verlag. Das Ganze hat 734 Seiten. Also es ist ziemlich dick alles. Und ja, das ist bei mir eingezogen. Soll ich? Nee, ich lese euch da jetzt nicht den Kloppentext vor. Ihr könnt ja mal das Buch selber gucken, wenn ihr möchtet, oder einfach in die Book Shopping Queen Folge reingucken. Ganz zum Schluss lese ich da den Klappentext eben auch schon mal vor. Genau, das ist bei mir eingezogen. Dann ist über Tauschticket der erste Band von Cornelia Funkes Tintenherz eingezogen. Ja, ich habe das Ganze noch nicht gelesen. Das Ganze ist aus dem Oettinger und hat. Oh je, oh je, was ist denn das hier alles? 566 Seiten. Ich bin natürlich wieder total gut ausgestattet hier, aber ist egal. Ich lese euch einfach trotzdem mal hier den Klappentext vor. Die meisten werden das zwar wahrscheinlich schon kennen und gelesen haben, nur ich nicht. Egal. In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Maggie auf. Nochmal. Piep. In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Maggie und ihrem Vater Mo auf. Am nächsten Morgen reisen sie überstürzt zu Maggies Tante Eleanor. Denn hier versteckt Mo das Buch, das er vor vielen Jahren zum letzten Mal gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines magischen Abenteuers rückt. Eines Abenteuers, in dessen Verlauf Maggie nicht nur das Geheimnis von Zauberzunge löst, sondern auch selbst in große Gefahr gerät. Ja, es ist ein Jugendbuch-Kinderstory, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich habe mir gedacht, es schwärmen irgendwie alle von Tintenherz und da musste ich jetzt das doch mal auch lesen. Ich kenne ja nicht mal den Film. Ja, das ist eingezogen. Dann ist bei mir durch Tauschticke noch der zweite Band eingezogen, einer Duologie? Duologie? Von Lily St. Crowe, Strange Angels, der zweite Teil Verraten. Er ist sogar noch eingeschweißt. Für ein Ticket habe ich den bekommen. Richtig klasse, ist aus dem Pan Verlag, der ja nicht mehr existiert. Darüber freue ich mich auch noch sehr. Genau, da ist bei mir Entschuldigung, letzten Monat ja der erste Band eingezogen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da das nur so eine kurze Reihe ist, hole ich mir gleich den zweiten. Das ist mir gerade irgendwie so in die Finger geraten. Deswegen, genau, das ist bei mir eingezogen. Ja, dann hat die liebe Carmen von Elektrohase, vom Kanal Elektrohase, diesen Kanal verlinke ich natürlich, ein Aussortiervideo gemacht von ihren Büchern. Ja. Ich muss ja zugeben, ich habe es davor bei Tauschticket schon entdeckt gehabt und habe sie angeschrieben. Und daraufhin habe ich dann ein paar Bücher von ihr bekommen. Ein paar. Genau 6 Stück. Ja, die sind bei mir eingezogen. Und zwar
ist bei mir eingezogen. Von Walter Moers, Die Stadt der träumenden Bücher als Taschenbuchversion. Das Ganze ist aus dem Piper Verlag. Piper Verlag? Piper, glaube ich, ja. Ja. Der junge Dichter Hildegunst von Mythenmetz erbt ein makelloses Manuskript, dessen Geheimnis er ergründen möchte. Die Spur weist nach Buchheim, der Stadt der träumenden Bücher. Walter Moers entführt uns in das Zauberreich der Literatur, wo Bücher nicht nur spannend und komisch sind, sondern auch in den Wahnsinn treiben und sogar töten können. Ja, ich weiß nicht, ich habe da voll Bock und es passt genau in diesen Winter eben rein. Und ich finde, das ist eine tolle Story wahrscheinlich für den Winter. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Hier ist auch eine tolle Illustration drauf. Ah, da war die Kamera schon wieder aus. Auf dieses Buch freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Das ist eingezogen. Dann ist dann dadurch auch noch der erste Band einer Reihe aus dem CBJ. Die Prophezeiung der Schwestern von Michelle Zink. So, es ist auch noch eingeschweißt. Genau. Und das ist bei mir eingezogen. Alice senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. Warum kämpfst du gegen den Willen der Prophezeiung an, Lia? Lia. Das Ende ist vorherbestimmt, also was macht es schon aus? Was macht es schon aus? Die Worte hallen auf den grauen, öden Feldern wieder. Nein, ich kann das Wort selbst kaum vernehmen, so leise spreche ich es aus. Alice beugt sich näher, so nah, dass ich ihren warmen Atem auf meinem Gesicht spüren kann. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Lia. Ich dachte, das wüsstest du. Ein jahrhundertalte Prophezeiung zweier Schwestern, die in einen Strudel unerklärlicher Ereignisse gerissen werden. Nur gemeinsam können sie ihre Aufgabe erfüllen. Doch die eine will dem Locken des Dämons nachkommen und wird zur tödlichen Gegenspielerin der anderen. Ja, ich bin mal gespannt drauf. Ich hoffe, es wird auch gut. Dann ist noch von Wolfgang Hohlbein Dunkel eingezogen. Das ist aus dem Bastei Lübbe. Und ich habe bei den anderen Sachen jetzt gar nicht die Seiten gesagt. Egal. Das Ganze hat hier 479 Seiten. Genau. Am Rande der Wahrnehmung, unendlich weit entfernt und doch zum Greifen nah, lauert eine andere Wirklichkeit. Man nennt sie das Dunkel. Ihre Geschöpfe sind uns zum Verwechseln ähnlich. Doch es sind keine Menschen. Sie sind die Jäger und wir sind die Beute. Glauben Sie an Vampire? Jan sieht einen Mann vor seinen Augen zusammenbrechen. Hilfsbereit stürzt er zu ihm hin. Doch als er sich über den Sterbenden beugt, spürt er, wie eine unsichtbare Hand sich über sein eigenes Herz legt. Seitdem ist Jan nicht mehr derselbe. Hat er tatsächlich aus den Augenwinkeln noch eine dritte Gestalt am Ort des Geschehens wahrgenommen? Sicher nur eine Illusion. Aber dann sieht er den Schatten wieder und erkennt, dass er von einer Macht verfolgt wird, für die es keine Bezeichnung, keinen Begriff gibt. Ja, es ist ein Thriller. Ich bin gespannt drauf. Ich habe das Buch ja schon so ewig schon hin und her gewogen, ob mir das zusagen könnte oder nicht, oder doch, oder nein, oder doch. Und ja, jetzt habe ich es. Genau, das ist eingezogen. Dann ist noch Stigmata von Beatrix Gurian. Nichts bleibt verborgen, aus dem Arena Verlag eingezogen. Das Cover ist natürlich der Burner. Ja, die Schatten der Vergangenheit, sie holen dich ein. Immer. Nach dem rätselhaften Unfalltod ihrer Mutter ist Emma vor Trauer wie erstarrt. Bis zu dem Tag, an dem sie einen anonymen Brief erhält, mit der Aufforderung, finde die Mörder deiner Mutter. Doch warum hätte jemand Emmas sanfte Mutter umbringen sollen? Die Spur führt Emma zu einem Elite-Jugendcamp, in einem düsteren Schloss in den Bergen. Dort stößt sie auf unheimliche Fotografien, die mit der Vergangenheit ihrer Mutter in Zusammenhang stehen müssen. Gleichzeitig häufen sich die mysteriösen Zwischenfälle unter den Jugendlichen des Camps. Jemand spielt ein böses Spiel mit Emma. Kann sie die Zeichen richtig deuten und ihr eigenes Leben retten? Ah ja, das hört sich auch richtig gut an. Und das Ganze hat 383 Seiten. Also das ist gar nicht so wild. Das könnte sich schnell weglesen lassen. Und ja, da bin ich schon gespannt. Also da ist auch so eine... Boah, das sieht einfach toll mysteriös und gruselig aus. Ich freue mich drauf. Ja, da sind noch zwei Bände eingezogen.
einer siebenteiligen Reihe. Ja, sieben Teile sind. Und zwar, das müssen wir im Verlag. Von Garth Nix, Schwarzer Montag aus dem Ehrenwirt Verlag. Verlag. Genau, ist der erste Teil der Reihe. Und der zweite, Grimmiger Dienstag, ist eingezogen. Ist sogar noch eingeschweißt. Die zwei Teile sind eingezogen. Da lese ich euch nur vom ersten Teil den Klappentext vor. Eigentlich ist Arthur Penhaligon kein Held. Genau genommen ist ihm sogar ein früher Tod vorherbestimmt. Doch dann rettet ihm ein merkwürdiger Gegenstand das Leben. Ein Schlüssel, geformt wie ein Uhrzeiger. Mit dem Schlüssel kommen bizarre Wesen aus einer anderen Dimension. Finstere Boten mit blutverklebten Flügeln. Eine Armee aus hundegesichtigen Schergen, angeführt von einem unheimlichen Fremden. Sie wollen den Schlüssel um jeden Preis zurück. Auch wenn sie deshalb Arthur und dessen Welt vernichten müssen. In seiner Verzweiflung wagt Arthur es, ein geheimnisvolles Haus zu betreten. Ein Haus, das nur er sehen kann und das in andere Dimensionen führt. Dort will er die Geheimnisse des Schlüssels lüften und sein wahres Schicksal erkennen. Mir hat's zugesagt. Ich freue mich drauf. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, ich glaube, dass der irgendwas mit Samstag, auf jeden Fall der Samstag, der sechste Teil des Buches. Ach, schon wieder so ein tolles Buch ist, was an die 50 Euro anscheinend kostet. Ganz toll. Genau, die zwei sind bei mir eingezogen noch. Und dann kommen wir zum letzten Buch. Und zwar ist das über eine Buchverlosung bei mir eingezogen. Und das ist der zweite Teil einer Reihe. Den ersten habe ich hier auch schon. Und da habe ich schon mal reingelesen gehabt und habe dann noch festgestellt, ich möchte gerne auf den zweiten Band warten, weil das Reinlesen richtig gut war. Und es war eine Buchverlosung bei Lovely Books mit dem zweiten Band. Und ja. Ich hab's gewonnen. Und zwar ist es der zweite Teil von Oliver Pötsch, Die schwarzen Musketiere, das Schwert der Macht. Das Ganze ist aus dem Blue Moon Verlag. Und ja, da kann ich euch den Klappentext jetzt nicht vorlesen. Ich glaube nicht. Nein, ich lese euch lieber nicht vor. Genau. Ja, da freue ich mich schon drauf. Es hat, der zweite Band hat, wie viele Seiten? Mit Wörterbuch hinten dran, 313 Seiten. Genau. Ja, genau, das ist noch bei mir eingezogen. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Das war's, meine Lieben. Das waren alle meine Neuzugänge für den Monat. Ich bin mir sicher, dass nicht noch welche dazugekommen. Das reicht jetzt echt. Den nächsten Monat wird eher mager ausfallen. Naja, also ich nehme es mir zumindest vor, dass er mager ausfällt. Ob es dann wirklich so der Fall ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, das waren meine Neuzugänge. Ich danke dir nochmal, liebe Carmen. Ganz dolle für diese tollen Bücher. Die sind echt toll und ich freue mich schon drauf, die zu lesen. Und ja, schaut doch mal bei Elektrohase rein. Sie sind eine ganz nette und eine verrückte, also eine total verrückte Nudel. Aber genau deswegen mag ich sie auch so. Und sie hat auch einen außergewöhnlichen Geschmack, nicht nur was Bücher betrifft. Ich finde die Frau einfach klasse. Ja. Ihr Lieben, kennt ihr eines der Bücher schon? Wollt ihr irgendwelche Bücher davon mit mir zusammenlesen? Dann schreibt mir doch, wir diskutieren oder quatschen ein bisschen. Quatscht euch immer gern. Und ja, lasst mir doch einfach einen Kommentar da, darüber freue ich mich ganz besonders. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das auch sehen möchtet. Und liebe Lesegrüße, ihr Lieben, bis bald. Tschüss!